Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch heute Morgen ganz, ganz herzlich im Namen unseren Herrn Jesus Christus, der uns einen neuen Tag geschenkt hat in Gnade und in seiner Liebe. Und wir dürfen wissen, dass er heute genauso wie gestern und in unserer Vergangenheit bei uns ist, mit uns ist. Und ich möchte euch wirklich danken für eure Gebete, unterstützende Worte. Ich bin jetzt 54 und ich habe in der Vergangenheit Dienst gemacht, auch in der Gemeinde. Ich habe das Wort verkündigt. Aber ehrlich gesagt, so starke und häufige Anfechtungen wie heute, wie in diesen letzten Tagen. Und die merke ich, die häufen sich irgendwie immer mehr und mehr. Und ich weiß ganz genau, dass das auch ein Zeichen ist, dass unsere Zeit hier langsam abgelaufen ist. Weil der Drache wird, will das Kind verschlingen, will die Gemeinde verschlingen, will, dass Gott keine Kinder entrücken kann, will das letzte Tropfen ausschalten. Aber Gott sei Dank unserem Herrn, Gott Jesus Christus, der das unmöglich macht, dass der Teufel seine Pläne vollzieht. Und ich sage immer, ein Christ, der wiedergeboren ist, also sein sollte, der angibt, dass er das ist, aber keine Anfechtungen hat auf geistlicher Ebene, keine Kämpfe hat, bei der soll sich mal prüfen, weil da ist ein Problem. Da liegt er irgendwo falsch. Da, wo Gottes Geist ist, da begehrt der Teufel auch den Menschen, in dem der Geist Gottes wohnt, um ihn auch zu versuchen, ob es sich auch so verhält, ob er Gott nicht verflucht, wenn Probleme da sind. Und Probleme kann nicht immer, muss nicht immer im weltlichen Bereich stehen, dass wir kein Geld haben oder dass uns das Konto geschlossen wird oder dass wir einen Unfall gebaut haben oder, sondern in der geistlichen Ebene. Und das sind aber die meist gefährliche, weil der Teufel immer mit seiner List kommt und er weiß genau deine Schwächen. Aber Gott kennt deine Schwächen genauso und noch besser wie der Teufel. Und in deiner Schwächen wirst du stark, wenn du Gott vertraust. Ja, ich wollte heute eigentlich über die Ordnung sprechen. Weil Ordnung ist sehr wichtig, zu erkennen, was Gottes Ordnung ist. Gott hat uns in keinerlei Richtung in Ungewissheit gelassen. In allen menschlichen Ebenen, die wichtig sind zu wissen, hat er uns gesagt, was wir tun müssen, auf was wir achten müssen, wo wir uns hinwenden müssen. Er hat uns in allen wichtigen Bereichen gesagt, also wir sind nicht in Unwissenheit, seitdem wir beschäftigen uns mit Gottes Wort sehr wenig. Und das gehörte Evangelium und das gehörte Lehre nehmen wir nicht ernst, hören nicht richtig zu. Weil es gibt zwei Sorten von Menschen.
die die Bibel lesen und die Lehre hören. Die eine sind ich-bezogen, wo sie immer gucken, was lehrt die Bibel für andere. Ja, wenn jetzt Mann und Frau ist, ich sage es nur am Beispiel, und die Frau macht das und jenes, und dann sagt der Mann, es ist doch geschrieben, die Frau so und so muss sein, die Frau so und so. Aber wenn das geschrieben ist, der Mann muss so und das machen, das übersieht er, ja, das muss man nicht so ernst nehmen. Wenn man in der Gemeinde geht und man sieht irgendwas am Lehrer, das schreibt, da ist in der Wort geschrieben, was der Lehrer so machen muss. Und ihr Kinder, es ist geschrieben. Aber auf mich hier bezogen ist eigentlich gar nichts geschrieben. Das Einzige ist, dass ich an Gott glaube und das reicht. Und das ist der falsche Weg. Wenn ich zuhören kann, die Schrift lesen kann, in dem Sinne, wie Gott sagt, dass der Geist Gottes gekommen ist, um zu richten die Sünde in mir, dann kann ich wachsen. Weil dann merke ich, wie elend ich bin und wie sehr ich notwendig habe, dass Gott in meinem Leben eingreift. Und dann bin ich auf den richtigen Weg. Ja, meine Lieben, die Ordnung Gottes sehen wir schon in der Schöpfung. Und nicht nur in der Schöpfung, sondern wir wissen, dass bevor die Schöpfung losgegangen ist, und darüber habe ich schon gesprochen oft, Gott hat sich mit seinem Sohn hingesetzt und hat den Anfang bis zu Ende genau detailliert geplant. Da wurde nichts, nicht mal ein Komma ausgelassen. Dann wurde schon der Tod Christi geplant. Da wurde das Buch des Lebens schon gerichtet. Da wurden schon Bücher geschrieben. Der Anfang bis zu Ende detailliert. Und ja, wir können hier sagen, wie mächtig und weise unser Gott ist. Dass dennoch der Teufel vieles weiß, dennoch konnte er dieses Plan bis heute nicht zerstören, nicht vom Weg ableiten, sondern umso mehr, der hat geholfen, diesen Plan einzuhalten. Und wir sehen, dass Gott macht Ordnung, weil in der Planung ist schon Ordnung. Ein Mensch, der nicht Ordnung liebt, der plant auch nicht gern. Der plant überflüssig, ohne detailliert nachzudenken. Es ist genauso, wenn einer ohne Plan anfängt, ein Haus zu bauen. Und wenn er schon die Wände aufgezogen hat, dann sagt die Frau, Mann, wir bräuchten doch noch ein Schlafzimmer oder noch ein Gästezimmer, dann wird noch wieder die Wand durchgebrochen und dann wird weiter das Fundament noch länger gemacht. Und wenn man an Dach kommt, fragt man jetzt, wie bedachen wir das? Soll man jetzt ein rundes Dach machen? Und wenn man anfängt, ein rundes Dach machen, dann sieht man, wir kommen gar nicht richtig zu Ende, wir müssen den Dach wieder ausbauen, wir müssen ein flaches Dach machen, weil man nicht plant. Und wenn am Ende ist, dann sagt die Frau, aber mein Schatz, wo ist denn der Keller? Wir haben Keller vergessen. Planlos durch Leben, das ist ein Leben ohne
Ordnung. Und da, wo keine Ordnung herrscht, sei es in der Ehe, sei es in einer Firma, sei es in einer Schule, sei es in dem Leben eines Singles, da, wo keine Ordnung ist, da ist Chaos. Und da, wo Chaos ist, ist Desorientierung. Und da, wo Desorientierung ist, ist das Leben schwer. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und als er die Erde schafft, jeden Tag schafft er mit, weil er was geplant hat, und er schafft eins nach dem anderen nach der Ordnung, was er gut fand, und alles war sehr gut. Und ich soll mal so sagen, die Macht Gottes sieht man schon in der Schöpfung, weil er ist so herrlich. Gott spricht und es wurde. Gott plant nicht durcheinander. Er hat ein System, eine Ordnung, und das geht gut auf. Wir sehen auch, als er gesagt hat, das Trockene und das Wasser soll sich scheiden, also das Wasser soll sich runterziehen und das Trockene soll dann hochkommen, sichtbar werden. Da brauchte Gott nicht schieben und sagen, bring noch 20 Engel, wir sollen die Berge hochschieben, die Ebene hochschieben und den Tal machen fürs Wasser. Und da sollen noch ein paar Engel putteln, dass der Ozean noch tiefer wird, dass das Wasser runtergeht, dass wir mehr Trockenes haben. Sondern er hat gesprochen und es wurde so. Und das können Menschen und die Wissenschaft nicht verstehen. Und das kann man auch nicht verstehen. Das ist eine Macht, die nicht auf menschliche Ebene gebaut ist. Das ist eine Macht, die mit menschlichem Verstand und mit menschlichen Werten nicht zu erklären sind. Aber diejenigen, die Gott täglich erleben, haben einen Teil des Erkenntnisses, was seine Macht betrifft. Hat einen Teil des Erkenntnisses. Bis Mose war in dem Sinne kein Gesetz oder kein, so wie bei der Mose, da waren die 10 Gebote und da waren noch die anderen Gebote über Feste und das Ordnung, was Gott dann gegeben hat, wie man Feste, was man machen muss, wie man zusammenleben muss, wie man mit dem Armen umgehen muss. Es war alles ganz detailliert geschrieben. Auch von der Hohepriester. Was darf der Hohepriester machen? Wie darf er nur in den Heiligtum reingehen? Was muss er vorher machen? Was muss er nachher machen? Was darf er reinbringen? Was darf er rausbringen? Und Gott hat ihnen alles hundertprozentig gesagt. Das aber nur, was lebenswichtig war zu wissen. Wie man den Brot aufschneidet oder wie man seine Frau küsst oder wie man sein Kind streichelt oder wie man, sag mal jetzt, in welchen Weg du zum Arbeit gehst, ob du einen Umweg machst oder geradeaus gehst, das überlasst Gott dir. Das sind nicht wichtige Dinge. Ob du jetzt ein rotes Kleid anziehst oder ein blaues Kleid anziehst. Ob du einen Strohhut nimmst
oder ein Lederhut. Das sagt Gott nicht. Aber wie ich mich benehme, wie ich rede, wie ich umgehe in den Heiligtum, mit meinen Brüdern, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Obersten, da hat Gott überall Ordnung gezeigt. Und wer nach dieser Ordnung lebt, ist glücklich. Aber bis Mose waren diese Ordnungen nicht abgeschrieben. Dennoch sehen wir bei Abraham, dennoch sehen wir bei Lot, bei Noah, bei Jakob, bei Isaac, bei Enoch, und ich könnte noch mehr dazu sagen, dass sie mit Gott gewandelt haben. Und ich muss sagen, bis Mose waren eigentlich nicht viele, die mit Gott gewandelt haben. Also die Bibel nennt wenige, meistens in der Zeit Noah, waren eigentlich nur 6 Personen, die gerettet werden konnten. Weil nur Noah alleine fand Gunst vor dem Herrn. Das heißt, die ganze Welt war außer der Ordnung Gottes. Aber woher wusste Noah und woher wusste Abraham? Es gibt einen Bund zwischen Abraham und Gott, wo Gott ihm auferlegt, den Abraham, er soll seiner Kinder alles weitergeben, was er mit ihm erlebt. Alles weitergeben. Und das, bitteschön, war von Adam an schon eine Sitte. Deswegen sehen wir auch bei Abel, dass er ein ganz anderes Opfer gebracht hat, Gott, weil er es das aus Herzen gebracht hat. Er kannte Gott. Und wo er kannte es von Adam. Und von Vater zu Sohn, von Sohn zu Sohn, von Vater zu Sohn, so wurde weitergegeben. Und das andere war, dass in jeder Mensch das Wissen des Gutes und des Böses da ist. In jedem Mensch. Auch wenn man die Bibel nie gelesen hat, wenn man darüber nie gehört hat. Sogar die Tiere wissen ungefähr, ob sie Gutes oder Schlechtes getan haben. Die Haustiere haben, erkennen das auch. Aber umso mehr der Mensch hat das Gute und das Böse. Und das ist auch eine Art Ordnung, wenn ich mich an der Ordnung der Guten halte und das Böse vermeide. Oder an der Ordnung der Böse halte und das Gute vermeide. Wir sehen in dieser Ordnung auch den Unterschied zwischen der Ordnung Gottes und der Ordnung des Teufels, meine Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch da mal Gedanken gemacht habt drüber. Die Ordnung Gottes ist zum Gunste eines Menschen. Wenn der Mann die Frau liebt und sich dadurch unterordnet der Frau, wenn die Frau den Mann schätzt und sich unterordnet den Mann, dann gibt eine unzertrennliche Einheit in der Ordnung Gottes, weil Gott das so liebt. Wenn in einer Firma jeder miteinander schafft und nicht jeder sagt, ich bin der Beste, sondern man hilft einen, man schafft Hand in Hand, so wie die Menschen das sagen, dann geht diese Firma gut. Dann ist ein wohlwollendes Freude, in dieser Firma reinzugehen und mit den Leuten zu arbeiten.
wenn Herzlichkeit, wenn Liebe, wenn Verständnis da ist. Aber wenn das nicht ist, dann frisst man sich gegenseitig auf. Die Ordnung Gottes, egal in welche Zeit wir gucken, heute oder vor 1000, 2000 Jahren, war immer zugunsten der Menschheit. Der Teufel hat keine Ordnung. Der Teufel hat nur eins. Du bist der Größte. Du bist Gott. Du entscheidest über dein Leben. Und niemand soll dir im Weg stehen, deine Ziele zu verwirklichen. Er hat nur die Ordnung der Zerstörung. Weil wenn ich mich nur selbst sehe, tue andere verknechten, tue andere runterdrücken und ich hebe den Schwachen nicht hoch. Ich helfe nicht meinen Nächsten. Ich liebe nicht den Anderen. Ich kann mit dem Anderen nicht, weil alle sind in meinem Weg. Und wehe, wenn einer mir Konkurrenz zeigt, dann versuche ich, den aus dem Weg zu schalten. Und das ist der Weg des Fleisches. Das ist der Weg der Dämonen. Das ist der Weg des Teufels. Macht zu haben, das Sagen zu haben, oben sein an der Spitze. Nur leider, diese sind zeitbestimmt und sowas kannst du nur so lange machen, du lebst. Und dann ist es aus. Dann das Gericht. Da die Zeit so vergeht, lasst uns in Kleinen mal sehen. Was sagt so die Bibel? Ich brauche jetzt nicht über Flehen und Gebete sprechen, weil ich rede mehr über die Ordnung. Und dann sollen wir sehen, was schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jeden Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittlichkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zu Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne sich in Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Frau. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie war aber durch die Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Jetzt ist es so, dieses Bibelvers hier ist ja ganz gefährlich, ja. Es ist ganz gefährlich, weil meistens heute in der feministischen Bewegung darf man eigentlich sowas gar nicht mehr sagen. Frauen unterordnen, Frauen sollen nicht lehren und so weiter und so fort. Ich sage so, dass diejenigen, die wiedergeboren sind und Gottes Kinder sind, auch als Frau und auch als Mann, nehmen diese Ordnung Gottes auf sich zu. Und jetzt an die Männer,
Es ist so, dass Gott will in dem Leben eines Mannes, dass er immer saubere Hände anhebt. Und es ist die Frage, wie kann ich saubere Hände nehmen? In erster Linie ist es, ich muss sie waschen. Und wie wasche ich sie? Das ist auch, was Jesus gesagt hat, dass jeder muss seine Füße waschen lassen. Und genauso auch die Hände. Weil Hände und Füße werden dreckig. Mit der Hände fasse ich alles an und mit der Füße gehe ich auf staubige Ebene. Und indem ich in der Gerechtigkeit Gottes, in dem Blut Christi wasche, kann ich saubere Hände. Um die aber zu waschen, was heißt das? Das heißt in erster Reihe die Einsicht meiner Sünden. Das heißt, dass ich auch um Vergebung bitte, gegen dem ich gesündigt habe. Das heißt, dass ich immer in geklärter Situation lebe, gegenüber meinen Nächsten und nicht in ungeklärten. Und so kann ich saubere Hände geben. Es heißt nicht, dass Männer nie sündigen, genauso wie Frauen. Aber Gott hat die Ordnung geschafft und er hat gesagt, der Mann ist geschaffen wurde nach Angesicht Gottes. Und aus dem Mann wurde die Frau. Und deswegen sagt er diese Ordnung hier. Aber die Frauen sollen sich da nicht klein fühlen. Da sind sie nicht Sklaven. Weil die Lehre wurde dem Mann übertragen. Wenn wir sehen, in der Laufe der Geschichte wurde immer vom Mann zum erstgeborenen Sohn weitergegeben. Aber es waren auch sehr viele weise Frauen, die Gott hier lobt. Weise Frauen, die gerettet haben, Israel nicht einmal. Frauen, die sogar aus Heidentum waren, die in der Linie Christi eingetreten sind, weil sie weise gehandelt haben, oft weiser wie ein Mann. Und eine Frau hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe in der Werk Gottes, den Mann zu unterstützen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Keine leichte Aufgabe, mit einem Mann umzugehen zuerst, und zweitens noch ihn unterstützen. Und ihn so unterstützen, dass ihm gebührt die Ehre. Aber woher kommt eigentlich das? Das kommt zwischen der Beziehung zwischen Gott und der Sohn, meine Lieben. Der Sohn macht immer den Willen des Vaters. Der Sohn gibt immer die Ehre dem Vater. Weil es ist eine Ordnung auch in Gottes Welt. Und wenn wir haben doch Einblick gehabt durch Johannes, durch Daniel, auch in Gottes Reich. Gott hat uns das ermöglicht. Und da bitte sehen wir auch, dass es eine Ordnung gibt. Aber diese Ordnung wird nicht missbraucht. Das heißt nicht, dass ich bin der große Gott, ich habe das zu sagen und ihr habt zu spuren. Nein, das geht alles auf der Basis der Liebe. Das geht alles auf der Basis füreinander, miteinander. Und das verstehen wir Menschen oft nicht. Und die Lehre wurde dem Mann gegeben. Deswegen, wenn ein Mann in der Lehre nicht begabt ist, aber die Frau, dann kann die Frau ihn unterstützen, ihn zu lehren, so als ob er sie lehren würde.
Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ich möchte vielleicht hier, da wir bei Männern und Frauen sind, ja mal kurz vielleicht auch die Kleidung. Gott liebt Ordnung. Das heißt, eine Frau muss durch ihre Kleidung nicht auf jede Kleidung draufschreiben, ich bin eine Christin. Aber sie soll sich nicht der Welt anpassen. Dass wenn sie auf die Straße geht, jeder Mann nur dran denkt, boah, nur einmal mit ihr im Bett zu sein. Schönheit kann man nicht, wie soll ich sagen, verstecken. Aber man kann Teile der Schönheit so bekleiden, dass ein Mann sieht, mit dieser Frau ist nicht zu spielen. Diese Frau ist anders. Und ich begehre sie nicht auf ersten Blick, weil ich ihre Kurven so deutlich sehe und ihre Brüste so deutlich hervorkommen. Auch in meinen Anziehen diene ich meinem Herrn. In Epheser, lass mich das mal lesen, 5. Da sagt auch, ordnet euch einander unter. In der Furcht Christi ordnet euch einander unter. Das heißt, der Mann ist der Haupt, aber dennoch er ordnet sich runter. Die Frau ist die Gehilfin, ordnet sich auch runter. Und wenn sich beide unterordnen in Liebe, dann gibt kein Chaos, kein Streit. Die Frauen, den eigenen Männern als dem Herrn, also ich mache das nicht für meinen Mann, sondern ich mache es für den Herrn, denn der Mann ist der Haupt der Frau, wie auch Christus der Haupt der Gemeinde, ist als er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. In allem. Aber diesen allem muss man deutlich stellen. Da spricht Paulus über wiedergeborene Christen. Wenn mein Mann jetzt weltlich ist, dann kann ich ihn in den weltlichen Einsicht und Lehren nicht beugen. Da kann ich nicht mitmachen. Da muss ich klares Nein-Wort sagen. Aber da spricht Paulus von wiedergeborenen Christen. Das, was ich hier lese und sage, deutet nur auf die. Wenn der eine Paar nicht Christ ist, dann habe ich ein zusätzliches Kreuz zu tragen. Das heißt, sie lieben, mich unterordnen in das, was das Wort Gottes zulässt, mich unterzuordnen. Aber das, was in der Weltlichkeit mich treiben würde, da ein klares Nein, auch wenn die Gefahr besteht, dass er sich von mir scheiden lässt. Weil Paulus sagt, dass wer ein Ungläubiger gehen will, soll er gehen. Er ist nicht gebunden. Da wird der Freibrief offengelegt. Wenn er gehen will. Aber wenn er bleiben möchte, dann lass ihn bleiben. Ja. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und das heißt nicht unterjochen, sondern heißt lieben. Das ist die Ordnung Gottes. Der Mann soll seine Frau lieben. Und das ist oft schwierig, genauso wie für die Frauen ihren Männer. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat.
um sie zu heiligen. Sie Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Also, auch der Mann kann, wenn er Geister im Geiste wandelt, auch durch das Wort Gottes seine Frau reinigen, sie wegweisen. Aber lass mir dazu auch eine weise Frau, die wirklich mit Gott wandelt, kann sehr viel helfen, ihren Mann zu stärken und in den Bad zu zwingen, sich zu reinigen. Mit schönen Worten, mit Liebe. Und das ist eigentlich schwierig. Ja, ich habe das gelesen, das Unterordnen. Das ist das Ordnung Gottes, dass man einer diene dem anderen. Der Grundsatz dieser Ordnung, das ist eigentlich nur denen gesagt, die in Christus Jesus sind. Ich möchte hier kurz mal aus dem Kolosserbrief was lesen. Aus Kolosser 3. Kolosser 3. Und da schreibt schon am der ersten Vers: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus im Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Da ist schon wieder ein Teil der Entrückung erklärt, meine Lieben. Tötet nun eure Glieder, die auf Erde sind, Unzucht, Unreite, Leidenschaft, böse Luft, Habsucht, Götzendienst. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus euren Mund. Also diejenigen, die mit dem Christus auferweckt sind, die sind auch mit Christus gestorben. Und für diejenigen ist diese Ordnung gegeben, um Gott wohlgefällig zu sein. Da möchte ich jetzt nicht viel rausziehen. In der dritten Kapitel sagt Paulus auch über die Aufseher, die Diener der Gemeinde. Und da sagen auch über die Diener, sollen ehrbar sein, nicht doppelzüngig. Das kennen wir, die Doppelzüngigkeit, dass man vorne redet, eins und hinter anders. Nicht viel Wein ergeben, nicht schändliche Gewinn nachgehen, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Und von der Aufseher sagt man einer Frau nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, Lehrfähigkeit, kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit und Unterordnung hält. So soll
die Ordnung Gottes sein. Gott zeigt, wie die Aufseher, wie die Diener sind, und wir sind alle Diener irgendwie, weil jeder hat seinen Dienst in der Gemeinde, denke ich mir. Und wenn nicht, aber auch in der Gemeinschaft zu Hause, in der Firma, wo wir arbeiten, sind wir auch als Diener Gottes, und wir tun nicht für unsere Arbeitgeber arbeiten, sondern wir dienen auch da dem Herrn, sollen wir das auch nicht vergessen. Und dann ist auch das Problem der Kindererziehung. Heute in dieser modernen Welt werden Kinder nicht mehr erzogen. Dieses teuflische Gesetz ist in Vordergrund gestellt. Alle sollen tun, was ihnen denn gefällt. Und das ist nicht gut, bitteschön. Weil wenn Kinder keine Richtlinien kriegen, wenn Kinder keine Erziehung, mal keinen Patsch auf dem Po, wenn sie machen nur, was sie wollen, werden sie zum krüppelnden Erwachsenen. In Zeit Abraham, in Zeit Isaaks, in Zeit Israels waren schon die Kinder einbezogen in Kinderarbeit, was leicht war, die konnten auch. Die haben auch ihre schulische Pflichten, müssten die nachstreng nachgehen. Die durften nicht tun und machen immer, was sie wollten. Die haben auch ihre Spielzeit gehabt, natürlich. Die haben ihre Freuden auch gehabt. Wir sehen auch im Leben Davids und im Leben Isaaks und bei jedem. Die wurden so erwachsene Männer. Und deswegen liebt man auch Gott nicht so, weil er lässt uns nicht auf unser Weg wandeln, wie wir wollen, sondern er möchte uns züchtigen, um auf seinen Weg als Männer und als Frauen wandeln. Kinder heute darf man nicht mal ansprechen. Heute Morgen wird das Gesetz geben, dass die Eltern müssen mit Sir und Jawohl, mein Herr, ansprechen. Und das ist das Ende der Menschheit auch, weil es gibt keine Männer mehr und keine Frauen mehr. Ja, da möchte ich noch kurz über die Ältesten sprechen. Und das redet er in Kapitel 5, wie die Ältesten auch unterstützen sollen. Diejenigen, die mit Lehre sich kümmern, meine Lieben, der könnt ihr in Kapitel 5 lesen, in Epheserbrief. Die Ältesten, die das Wort Gottes auch lehren und seelsorgerische Arbeit machen, die Vorsteher sind, die müssen sich sehr viel Zeit nehmen, das Evangelium zu studieren. Die opfern wenig Zeit mit anderen Tätigkeiten, um Geld zu verdienen, sondern die opfern ihre Zeit ganz bewusst im Werk Gottes, dass die Kinder Gottes ernährt werden können, dass die Familie Gottes ernährt werden kann. Und deswegen sagt Paulus hier, man soll den Ochsen nicht den Mund binden, ja, sondern man soll ihn unterstützen. Ich suche gerade. Ich suche gerade. Ich finde jetzt gerade nicht dieses Bibelvers, das ist ein Epheserbrief, das weiß ich. Jetzt fällt mir, aber ist egal. Ja, und damit, dass die wirklich die Familie Gottes ernähren kann, weil Gott
benutzt uns Menschen als Werkzeuge dafür. So hat Paulus angefangen und so sind einige bestellt worden, die das Wort Gottes weiter lehren sollen. Und diejenigen, die lehren, müssen sehr viel Zeit investieren in das Studium, in der Gemeinschaft mit Gott, im Gebet, in der Stille, um reine Lehre weiterzugeben. Und das ist sehr kostbar. Und Paulus sagt, diese Leute soll man auch in jeder Hinsicht so finanziell als auch im Gebet unterstützen. Und denen soll die Ehre auch bringen. Also nicht die Ehre, was wir Gott bringen, sondern Respekt bringen. In diesem Sinne die Ehre bringen. Weil die sich sehr viel Zeit nehmen, dass wir wachsen können. Unterschätzt nicht ein Lehrer. Ein Lehrer hat auch viel mehr Anfechtungen, weil gerade drum, weil er Gottes Wort lehrt. Er lehrt den Menschen auf die Wahrheit durch den Geist Gottes. Ein Lehrer hat sehr große Verantwortung, weil wenn er die Wahrheit nicht lehrt, dann ist er verdammt. Ein Lehrer hat unheimlich große Verantwortung auf sich. Und die muss man auch in Gebet und in jeglichen unterstützen. Ja, die Ordnung Gottes gibt es auch in der Gemeinde, auch in der Familie, meine Lieben. Und wenn wir in dieser Ordnung bleiben, dann werden wir glücklich. Wenn wir diese Ordnung verstanden haben und wenn wir da auch nachlesen und nachlesen so, dass wir uns selbst in der Wort Gottes sehen und richten, dann sind wir auf der guten Seite. Aber wenn wir lesen, um zu sehen, was andere falsch machen, dann sind wir auf der falschen Seite. Möge uns Gott helfen, uns in seiner Wahrheit, in seinem Wort, in seinem Geist uns zu prüfen, dass wir in seiner Ordnung bleiben. Und dann werden wir sehen, es kehrt große Freude, trotz Probleme, trotz Anfechtung, trotz Schwierigkeiten gibt es große Freude im Leben, unseren Ehe, unserer Schule, in unserer Arbeit, egal wo wir sind. Der Name unser Herrn sei gepriesen. Amen.